Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheitsvideos. Heute möchte ich mit euch über das Wunderheilmittel Schwarzkümmel sprechen, den wir Muslime ja alle kennen. Dank des bekannten Hadithes aus Bukhari von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, im Schwarzkümmel liegt Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Und zwar hat er diesen Ausspruch schon vor mehr als 1400 Jahren getätigt, den die Wissenschaft aber erst seit 1964 zum Anlass genommen hat, darüber hunderte wissenschaftliche Studien durchzuführen. Die alle belegen, dass der echte Schwarzkümmel, also Gattung Nigella sativa, im Grunde ein wahres Wundermittel, zumindest ein äußerst wirksames Allheilmittel ist, subhanallah. Es gibt also kein Anliegen, welches durch Anwendung von Schwarzkümmelöl oder Schwarzkümmel nicht behoben werden kann. Mit keinerlei Nebenwirkungen sind die Heilkräfte des echten Schwarzkümmels tatsächlich schier unglaublich und es ist merkwürdig, dass kaum jemand je davon gehört hat in der heutigen westlichen Welt. So haben zum Beispiel Wissenschaftler am Cancer Immunobiology Laboratory im US-Bundesstaat South Carolina herausgefunden, dass der echte Schwarzkümmel die Aktivität der neutrophilen Granulozyten stimulieren hilft. Das heißt, die Krebszellen werden unschädlich gemacht, bevor sie sich zu Tumoren entwickeln können. Der Immunologe Dr. Peter Schleicher machte den Schwarzkümmel vor mehr als 10 Jahren in Deutschland als Allheilmittel populär. Wissenschaftlich konnte inzwischen nachgewiesen werden, dass Schwarzkümmel schmerzlindernd wirkt, entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral, antifungal, gegen Geschwüre hilft, blutdrucksenkend ist, antioxidativ, schützend vor strahlungsinduziertem oxidativem Stress, entkrampfend, bronchospasmolytisch, das heißt den Tonus der Bronchialmuskulatur senkend, antidiabetisch, insulinsensibilisierend, interferoninduzierend, die Leber schützend, die Nieren schützend, den Tumor Nekrosefaktor Alpha hemmend. Im Detail erwies sich Schwarzkümmel als schmerzlindernd bei Patienten, die wegen einer akuten Pharyngitis behandelt wurden. Zudem kann das Gewürz vorbeugend gegen Krankheiten helfen, die nach dem Kontakt mit chemischen Waffen ausbrechen würden. Es hilft außerdem bei der Langzeitbehandlung von Opiumabhängigen, lindert Symptome allergischer Rhinitis, also Entzündung der Nasenschleimhaut, bekämpft Infektionen, die durch den Helicobacter pylori ausgelöst wurden, hilft bei der Behandlung des Typ-2-Diabetes, bildet Asthmasymptome ab, senkt den Blutdruck, beugt epileptischen Anfällen vor und kann überdies Pilz- und Candida-Befall beseitigen. Doch das ist noch lange nicht alles. In den muslimischen Ländern gilt Schwarzkümmel schon lange Zeit als das wirksamste Antikrebsmittel, das Allah bereitgestellt hat. Untersuchungen haben gezeigt, dass die regelmäßige Einnahme von Schwarzkümmel oder Schwarzkümmelöl das Wachstum und die Ausbreitung von Darmkrebszellen verhindern könne. Das Gewürz ist aber auch geeignet, um andere Krebserkrankungen zu verhindern oder zu behandeln. Forscher am Cancer Immunobiology Laboratory in South Carolina haben beispielsweise entdeckt, dass Schwarzkümmel die Aktivität der neutrophilen Granulozyten anregt. Die Neutrophilen sind die in unserem Körper am häufigsten auftretenden weißen Blutkörperchen. Sie sind verantwortlich dafür, Krebszellen anzugreifen und zu beseitigen, bevor aus ihnen Tumore entstehen können. Schwarzkümmelöl hilft grundsätzlich bei der Stimulation der Knochenmarksproduktion und des Immunsystems, schrieben die Autoren der Studie. Es erhöht die Interferonproduktion, schützt normale Zellen vor den schädlichen Effekten viraler Erkrankungen, zerstört Tumorzellen und steigert das Vorkommen der B-Zellen, welche Antikörper produzieren. In einer Studie durchgeführt von Forschern des Jawaharlal Nehru Medical College wollten diese feststellen, wie wirksam Schwarzkümmel gegen einige Superbazillen ist und verglichen es mit verschiedenen Antibiotika wie Amoxicillin, Gatifloxacin und Tetracycline. Die Studie besagt, von 144 Bakterienstämmen, die getestet wurden, waren die meisten davon resistent gegenüber mehreren Antibiotika. 97 waren durch das Öl von Schwarzkümmel gehemmt worden. Neben dem Öl aus Oregano gibt es nur ganz wenig auf diesem Planeten, was diese Art der Wirksamkeit bei Mikroben auslöst. Die Studie deckte auf, dass es besonders effektiv gegen Superbakterien der Stämme P. Iroginose und S. aureus ist. Der Schlüssel für das Verständnis, wieso Schwarzkümmelöl solche Vorteile für den Körper aufweist, sind die drei natürlichen Stoffe, die es beinhaltet. Thymochinon, Thymohydrochinon und Thymol. Von den vielen Wegen, bei denen Schwarzkümmelöl dem Körper hilft, stechen 7 in der wissenschaftlichen Literatur besonders heraus. Zum einen hilft es, Krebs vorzubeugen, dann bei Diabetes, Übergewicht, Haarausfall, Hautirritationen
und Infektionen wie MRSA, also multiresistenter Staphylococcus aureus. Erstens Krebs. Kroatische Wissenschaftler bewerteten die Antitumoraktivität von Thymochinon und Thymohydrochinon und entdeckten, dass die zwei Phytochemikalien in Schwarzkümmelöl für einen 52-prozentigen Abgang der Tumorzellen sorgten. Da es reich an beiden Stoffen ist, kann Schwarzkümmelöl durch mehrere Mechanismen auf einzigartige Weise Krebs vorbeugen und behandeln. In einer Studie wurde die Antitumorwirkung von Thymochinon und auch bei Darm-, Prostata-, Bauchspeicheldrüsen- und Lungenkrebs erforscht. Die Kombination von Thymochinon und konventionellen chemotherapeutischen Arzneien konnte einen größeren therapeutischen Effekt erzielen, als auch die Toxizität von letzterem senken. Zweitens, Gesundheit der Leber. Die Leber ist eines der wichtigsten Organe im Körper. Beinahe jeder Giftstoff wird durch die Leber verarbeitet und die Galle der Leber ist der Schlüssel bei der Verdauung von Fetten und hält deinen Verstand und Körper froh und gesund. Für diejenigen, die unter einer schlechten Leberfunktion leiden, sei es durch Nebenwirkungen von Medikamenten, Alkoholkonsum oder Krankheit, könnte Schwarzkümmelöl den Heilungsvorgang beachtlich beschleunigen. In einer kürzlich veröffentlichten Studie entdeckten Wissenschaftler, dass Schwarzkümmelöl der Funktion der Leber dienlich ist und bei Schäden und Krankheit hilft. Drittens, Diabetes. Erklärt in einem vor kurzem erschienenen Artikel des Journal of Endocrinology and Metabolism, beleuchten Forscher des Indian Council of Medical Research, dass Schwarzkümmelöl stetige, teilweise Regenerierung von Bauchspeichel-Beta-Zellen verursacht, die niedrigen Insulinwerte erhöht und die erhöhten Glukosewerte senkt. Dies ist tatsächlich sehr tiefgreifend, weil Nigella sativa eine der wenigen Substanzen auf dem Planeten ist, das dabei hilft, beide Typ 1 und Typ 2 Diabetes vorzubeugen. Tatsächlich, laut der Studie, verbessert es die Glukosetoleranz so effektiv wie Metformin, doch es zeigten sich beim Schwarzkümmelöl keinerlei signifikante nachteilige Auswirkungen und es weist eine sehr niedrige Toxizität auf. Das ist großartig. Subhanallah, weil Metformin, eines der meist verschriebenen Medikamente bei Typ-2-Diabetes, ein breit gefächertes Repertoire an Nebenwirkungen auslösen kann. Viertens, Gewichtsverlust. Das Journal of Diabetes and Metabolic Disorders veröffentlichte im vergangenen Jahr eine Studie, bei der systematisch Literatur studiert wurde, über Pflanzen, die Eigenschaften gegen Übergewicht aufweisen. Und sie entdeckten, dass Schwarzkümmelöl unter den effektivsten natürlichen Heilmitteln des Planeten ist. Üblicherweise glaubte man nicht, damit Übergewicht behandeln zu können, doch Nigella sativa ist ein hervorragendes Anti-Entzündungsmittel, welches bekannt dafür ist, dass es Menschen hilft, Gewicht zu verlieren, auf dieselbe Art, wie es Diabetikern hilft. Besonders weil es folgende Auslöser für Gewichtszunahme verringert, half Schwarzkümmelöl bereits Millionen dabei, überschüssiges Gewicht abzubauen. Und zwar sind das folgende Punkte: Appetit, Aufnahme von Glukose im Darm, Neubildung von Glukose in der Leber, Glukosewerte im Blut, Cholesterin, Triglyceride, also Neutralfette. Fünftens, Haare. Vermutlich eines der einzigartigsten Vorteile von Schwarzkümmelöl ist seine verblüffende Fähigkeit, Haarverlust auszugleichen. Niemand versteht so richtig, wieso es passiert, aber es ist nicht allzu schwer zu vermuten, dass es etwas mit seinen machtvollen antioxidativen und antimikrobiellen Eigenschaften zu tun hat. Da es die Haarbälge stärkt, gibt es einen sehr guten Grund zu erkennen, wie Schwarzkümmelöl dabei helfen kann, dem Wachstum für bestärkte Haarwurzeln beizutragen. Sechstens, Haut. Produziert in der Netzhaut, Aderhaut und Epidermis sind Melaninpigmente, die die Haut vor Schäden schützen. Du kennst es vermutlich daher am besten, dass es hauptsächlich die Chemikalie ist, die verantwortlich für die Farbgebung der individuellen Farben von Augen und Haut ist. Bekannt dafür, die Melanogenese, also die Melaninproduktion, anzukurbeln und zu hemmen, sind die Vorteile des Schwarzkümmelöls für Haut und andere Zellen zutiefst heilsam. Zum Beispiel in einer vor kurzem durchgeführten Studie von iranischen Forschern fand man heraus, dass Nigella sativa so wirksam ist wie die Hautcreme Betamethason bei der Verbesserung der Lebensqualität und dem Mildern der Akutheit von Ekzemen an den Händen. Wenn du berücksichtigst, dass Schwarzkümmelöl keinerlei Nebenwirkungen hat, dann sind die Vorteile der Nigella tatsächlich der medizinischen Intervention weit voraus. Siebtens, Infektionen, MRSA. Von all den Superbazillen, die Schwarzkümmelöl töten kann, ist der methicillinresistenter Staphylococcus aureus, also MRSA, einer der wichtigsten. MRSA ist eine
Plage in Krankenhäusern und Pflegeheimen auf dem gesamten Globus, weil übliche Staphylokokkeninfektionen immun gegenüber typischen Antibiotika werden. Die ältere Bevölkerung ist hier einem besonderen Risiko ausgesetzt, da sie allgemein mehr Eingriffen unterlegen ist, wie Operationen, intravenöse Leitungen und künstliche Gelenke. Hauptsächlich durch die geschwächte Immunität wurde MRSA durch die wachsende Population von Senioren zu einem globalen Gesundheitsrisiko für die Öffentlichkeit. Gott sei Dank, Alhamdulillah, eines der stärksten Vorteile von Schwarzkümmelöl kommt zur Rettung. Wissenschaftler aus Pakistan nahmen einige Stämme des MRSA und fanden heraus, dass jedes empfindlich auf Nigella sativa reagierte. Dies beweist, dass das Öl des Schwarzkümmelöl dabei helfen kann oder die Ausbreitung von MRSA zu verlangsamen oder sie sogar stoppt. Subhanallah. Ja, bei folgenden Beschwerden bzw. Krankheiten könnte Schwarzkümmelöl auch eingesetzt werden. Unter anderem Schlafstörungen, Bluthochdruck, Schmerzen, bakterielle Entzündungen, virale Entzündungen, Krämpfe, Akne, Hauterkrankungen, Schuppenflechte, Krebs und Geschwüre aller Art, strahlungsinduzierter oxidativer Stress, Diabetes als Schutz für Leber und Nieren. Ich werde euch unten in der Infobox noch die Dosierung und Anwendung bei folgenden Krankheitsgebieten angeben. Bei Augenkrankheiten, Asthma, Diabetes, Durchfall, Eingeweide, Bandwürmer, Epilepsie, schwaches Erinnerungsvermögen, Ekzem, Hautausschlag, Flechte, Fettleibigkeit, geistige Erkrankungen und Nervenschwäche, Gelbsucht, grauer Star, Halsschmerzen und Halsentzündungen, Hirn- und Hautentzündungen, also bei Meningitis, Krebs, kreisrunder Haarausfall und Alopezie, also Alopecia, Leberschwäche, Magenschmerzen, Magenverstimmung, Sodbrennen, Verdauungsstörung, Migräne, Milzvergrößerung, Nasenbluten, Ohrenschmerzen, schönes Gesicht und reine Haut, Schuppen, Säuregehalt und Geschwüre, Übelkeit und Erbrechen, Trägheit und allgemeine Schwäche, Taubheit und Ohrenfluss, Brennen beim Urinieren, Vitiligo, also Hautkrankheit, Weißfleckenkrankheit, Scheckhaut auch genannt, Verstopfung, schwaches Haar und Haarausfall, sexuelle Schwäche, schwacher Magen, Schwindel und Kopfschmerzen, Wassersucht, Zähne und Zahnfleisch. Bei allen diesen Krankheitsgebieten gibt es Dosierungs- und Anwendungshinweise. Das dazu. Was jetzt die Anwendung von Schwarzkümmelöl betrifft, da sollte die Qualität des Schwarzkümmelöls ausschließlich kaltgepresst und auskontrolliert biologischem Anbau sein. Und es sollte möglichst das ägyptische Schwarzkümmelöl sein, denn das ist das Beste. Um das Immunsystem zu stärken und zur allgemeinen Vorsorge bzw. gegen vorhandene Beschwerden, sollte man ca. 3 bis 6 Monate lang 2 bis 3 Mal täglich einen halben Teelöffel Schwarzkümmelöl am besten vor bzw. zu den Mahlzeiten zu sich nehmen. Des Weiteren kann man ein paar Tropfen von Schwarzkümmelöl zum Dressing hinzufügen, um so seine Speisen gesünder und bekömmlicher zu machen. Für eine äußerliche Anwendung sollte das kaltgepresste Schwarzkümmelöl direkt auf die betroffenen Hautbereiche einmassiert werden. Schwarzkümmelöl kann auch bei Akne und Schuppenflechte verwendet werden. Da er einen sehr würzigen, leicht nussigen Geschmack aufweist, kann man den Schwarzkümmel entweder gemahlen, aber auch gekörnt über verschiedene Speisen streuen. Wie zum Beispiel hier jetzt im Fall meiner Blätterteigtaschen. Schwarzkümmelpulver ergibt zusammen mit Wasser eine klebrig-schleimige Substanz, welche jener ähnelt, die entsteht, wenn man Wasser mit Chiasamen mischt. Dieses Gel kann getrunken oder als Eierersatz für die Zubereitung gluten- und mehlfreier Backwaren verwendet werden. Ich mische mir das Schwarzkümmelpulver immer in meine glutenfreien basischen Saaten- und Knäckebrote, aber auch in meinen Pizzateig zum Beispiel und in alle möglichen Teigsorten mische ich mir das Schwarzkümmelpulver immer rein. Abgesehen davon nehme ich dreimal täglich immer 2 Kapseln, also die Schwarzkümmelölkapseln, mit etwas Wasser ein. Und zwar nehme ich diese hier von Manaco, mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Zur Stärkung des Immunsystems empfiehlt es sich aber auch, täglich ca. 1 Stunde vor dem Frühstück einen Teelöffel des Öls einzunehmen. Um den intensiven Geschmack etwas abzumildern, kann das Öl mit wenig Honig gemischt oder in einen frisch gepressten Saft gegeben werden. Oder man kauft sich gleich diesen Schwarzkümmelhonig, wo beides schon gemischt ist. Den kann ich euch unten noch verlinken. Als begleitende Maßnahme bei Autoimmunerkrankungen oder während einer Krebstherapie sollte man 3-mal täglich einen Teelöffel Schwarzkümmelöl einnehmen und in beiden Fällen kann auch der gleichzeitige Verzehr von frischem Knoblauch sehr hilfreich sein. Ja, und wie gesagt, die Qualität des Schwarzkümmels ist natürlich
immens wichtig. Daher sollte ausschließlich hochwertiges, schonend hergestelltes, kaltgepresstes Öl aus kontrolliert biologischem Anbau verwendet werden. Wer sich in therapeutischer Behandlung befindet, sollte das Schwarzkümmelöl nur in Absprache mit seinem Therapeuten verwenden. Das zur Anwendung. Ja, bei all diesen Gesundheitsvorteilen fällt mir wirklich kein Grund ein, wieso nicht jeder auf diesem Planeten Schwarzkümmelöl in seinem Medizinschränkchen hat. Spätestens jetzt, wo wir wissen, welch ein Wunder und Allheilmittel dieser Schwarzkümmel ist. Subhanallah, der letzte Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat die Wahrheit gesprochen. Damit hoffe ich, dass ich euch auch diesmal wieder für eure Gesundheit von Nutzen war und euch einige Inspirationen diesbezüglich liefern konnte. In diesem Sinne wünsche ich euch gute Gesundheit und dann sehen wir uns inshallah wieder beim nächsten Video. Liebe Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.